Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, c'est impossible matériellement. Ils sont les manques, ce sont les mots qui manquent. Ich sage immer die Wahrheit, nicht ganz, weil ganz zu sagen, das ist unmöglich. Materiellerweise, es sind die Worte, die mangeln, deren es mangelt. Aber gerade durch dieses Unmögliche, durch dieses Unmöglich, verbindet die Wahrheit sich mit dem Realen, sagt Lacan in Television oder in Radiophonik, non, in Television. Die Wahrheit, das ist immer der Effekt, der aus dem Scheitern, aus dem Danebengehen, dass dem etwas entgleitet und sich entzieht, immer der Begehrensrest, immer das Endresultat des endgültigen Scheiterns aus allen Aktionen erst das erzeugt die Verbindung von Wahrheit mit dem Realen. Das Reale ist nicht ein substantifiziertes, substanzielles dahinter, sondern ein darunter, ein etwas, das sich erst erzeugt in diesem Scheitern des Nichtvermögens der Dinge zu sich und an sich selbst zu kommen. Das Hindernis, der Eschek, das Scheitern dieses Zusammentreffens mit dem Realen, das ist die Lösung der Wahrheit. In diesem notwendigen anaximandrischen Antagonismus aller Dinge, die inkompatibel aufeinander prallen, inkompatibel, das wusste schon Demokrit, die Partikel prallen aufeinander, löschen sich aus und erzeugen neue Produkte. Aber es gibt keine Übermittlung und keine Übertragung zwischen dem Partikularen. Es gibt keine aristophanische Liebe der Verschmelzung. Es gibt keine Vervollständigung, kein Ganzes, sondern immer nur den Risskluftspalt in diesem nicht aufhören könnenden Selbstauslöschungsvorgang, in diesen nicht polaren, sondern terniären Antagonismen. Terniere deshalb, weil das Rhizom, dieses automatische System des signifikanten Gleitens, des Unbewussten, des biologischen Codes, dies alles steuert und aufeinander hetzt, um aus dem Scheitern und aus dem kontinuierlichen Danebengehen dann die Fortfolge, die Ewigkeit des nie aufhören Könnens immer wieder als etwas anderes wiederkehren zu müssen, aber niemals als ein identisches oder immer wieder gleiches.